Gerade eben konnten wir wieder live die Doppelzüngigkeit der FDP im Deutschen Bundestag erleben. Ihre Rednerin hat zu Recht die millionenfache, die Verschwendung von 600 Millionen Euro im Bundesumweltministerium angeprangert, wonach einem Bericht des Bundesrechnungshofes Gutachten ohne Ausschreibungen vergeben wurden, Ausgaben falsch deklariert wurden und das Parlament vorsätzlich getäuscht wurde. Dass Ausgaben falsch deklariert wurden und dass das Parlament vorsätzlich enttäuscht wird. Und deswegen ist es Ihre Aufgabe, das, was vom Bundesrechnungshof auf den Tisch gelegt wurde, rückhaltlos aufzuerklären mit allen Konsequenzen, die dranhängen können. Und was ist die Konsequenz? Was ist die Konsequenz daraus? Sehen Sie meine Zwischenintervention. Das Wort zu einer Kurzintervention hat der Kollege Marc Bernhard. Aus der AfD-Fraktion. Ja, Frau Kollegin Skudelny, jetzt haben Sie ja gerade zu Recht angesprochen, dass hier im Bundesumweltministerium Steuergeldverschwendung in höchstem Maße 600 Millionen für Berater verschwendet wurden, ohne dass das Ministerium wirklich Rechenschaft darüber ablegen möchte. Jetzt hat ja die AfD-Bundestagsfraktion einen Antrag auf einen Untersuchungsausschuss gestellt, dass eben diese Berateraffäre lückenlos und, wie Sie ja auch gesagt haben, aufgeklärt werden soll. Dafür haben Sie ja gerade eben plädiert. Werden Sie unseren Untersuchungsausschuss dann den Antrag auf Untersuchungsausschuss unterstützen oder nicht? Frau Kollegin, bitte. Also ich weiß nicht, ob Sie bei der Debatte da waren, wo wir genau das besprochen haben, aber tatsächlich ist Ihr Antrag so schlecht handwerklich gemacht, dass wir den nicht unterstützen können. Die FDP fordert hier also eine rückhaltlose Aufklärung, lehnt aber gleichzeitig unseren Untersuchungsausschuss ab und den von uns beantragten Untersuchungsausschuss ab, der genau diese rückhaltlose Aufklärung ermöglichen soll, mit dem Argument, er sei handwerklich schlecht gemacht. Ja, dabei ist es doch Usus im parlamentarischen Betrieb, dass eben genau Anträge im Ausschuss nochmal diskutiert werden, dort verbessert werden können, Änderungen eingebracht werden. Und da könnte sich die FDP unproblematisch daran beteiligen, unseren Antrag noch viel besser zu machen. Aber das tut sie nicht. Sie verweigert sich komplette Diskussion. Oder die FDP hätte doch die Möglichkeit, den Antrag auf einen eigenen Untersuchungsausschuss einzubringen. Sie könnte den Antrag selbst einbringen. Auch das tut sie nicht. Daran sieht man, dass es nichts anderes hier wieder wie die üblichen FDP-Balkonreden sind, denen keine Taten folgen. Sie sind nur groß im Reden, schaffen tun sie aber nichts.